Rund 500 Jägerinnen und Jäger sind dem Ruf zum diesjährigen Landesjägertag und dem Fest der Jagdkultur nach Bad Ischl gefolgt. Dort, wo durch das Kaiserhaus ein wesentlicher Grundstein zur alpenländischen Jagdkultur gelegt wurde, wurde heftig diskutiert, demonstriert und referiert. Es war für mich eine sehr gehaltvolle Veranstaltung. Es wurden viele Inhalte angesprochen, die Themen, die uns beschäftigen, aber auch die Leistungen der Jagd und vor allem die Jagdkultur, die Seele der Jagd, unsere alpenländische Jagdkultur ist besonders hervorgehoben worden. Viel positive Energie und dass die Jägerinnen und Jäger bereit sind, große Aufgaben in unserer Gesellschaft zu übernehmen, vor allem aber auch vorausschauen, sich den Herausforderungen der Zeit stellen und auch bereit sind, in der Gesellschaft zu den Gesprächen da zu sein und damit auch zu sorgen, dass die Jagd weiterhin so integriert bleibt in unserer Gesellschaft. Das ist schon auch eine große Leistung unserer Jägerinnen und Jäger und auch dafür sage ich ein Danke. Der Landesjägertag hat besonders durch hochkarätige Referenten geglänzt. Neben Experten aus den Bereichen der vier Säulen der Jagd, dem Wildbret, dem Handwerk, Tradition und Nachhaltigkeit, gaben auch der Salzburger Landesjägermeister Max Meyer-Mellenhof und Silvia Scherhaufer, die Generalsekretärin vom Niederösterreichischen Jagdverband, ihre Expertise zum Besten. Ja, wenn man weiß, dass der Landesjägertag bei uns ja nicht im Gesetz verankert ist, sondern einfach so nach unserem Gutdünken alle paar Jahre abgehalten wird, ist das eine besondere Wertschätzung. Und diese Verbundenheit zur Jagd wird damit ganz klar ausgedrückt. Freue mich darüber, ja. Zum Abschluss gab es mit hunderten Besuchern noch das Fest der Jagdkultur im Park der Kaiservilla beim Marmorschlössl.